So, Leute, wir machen weiter mit der Hauptquest des Wächters, bester Freund. Wir sollen hier an der Kreuzung nach Hochanderfels reisen, damit wir die Quest dann auch abschließen können. Im letzten Video haben wir hier an der Kreuzung einen Riss gefunden, was in die Vergangenheit führt. Das haben wir abgeschlossen gehabt und jetzt geht's aber erst weiter. Let's go. Kam von den Wächtern Efka und Antoine. Sie wollen sich treffen. Mitten im Nirgendwo. Wo der erste Wächter nichts mitbekommt. Und wenn sie nicht zuhören? Deine Ablenkung hat funktioniert. Wir waren nur etwas nah dran. Désolé. Ich habe nie gesagt, es sei ein guter Plan. Ah, da seid ihr ja. Harding, schön, euch wiederzusehen. Antoine, Efka, ihr seht gut aus. Und ihr müsst Antoine Rook sein. Sieht aus wie... Wir haben ein paar wenig schmeichelhafte Dinge über euch gehört. Danke fürs Kommen. Wie dieser eine kleine Junge aus Umbrella Academy. Weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Die ist aber so aus. Verzweifelt. Harding? Was denn? Sind wir etwa nicht verzweifelt? Erzählt uns, was los ist. Die Elfengötter verändern die Verderbtheit und die dunkle Brut. Da war dieses Dorf Demeters Übergang. Sie haben es binnen kürzester Zeit mit Verderbtheit überzogen. Wir haben die Folgen mit eigenen Augen gesehen. Was auch immer sie planen, ist übel. Und wenn es mit der Verderbtheit zu tun hat, brauchen wir die Hilfe der Wächter. Sie verändern sie? Das wäre eine Erklärung. Beim Bogen ist aber nice. Ihr glaubt mir? Dass die Elfengötter hier sind und... Das ist alles schwer zu akzeptieren. Aber wir sind selbst einigen Merkwürdigkeiten in der Verderbtheit nachgegangen. Und sie hat sich gewandelt. Ich kann es fühlen. Und eure Geschichte... Vieles daran ergibt Sinn. Ihr müsst Harding vertrauen. Verstehe ich. Ich an eurer Stelle würde mir auch nicht vertrauen. Aber Harding... Ihr könnt doch unmöglich denken, sie würde euch belügen. Das ist kein Grund, um... Ich meine, natürlich lüge ich nicht. Wir lügen nicht. Das wissen wir. Die Frage ist jetzt, was wir als nächstes tun. Wenn der erste Wächter denkt, dieses Dorf wäre nur eine Anomalie gewesen oder die Sache hätte sich nicht so ereignet, wie ihr sagt... Leider ist der erste Wächter kein großer Freund von uns. Euer Wort und unsere Theorien werden also nicht ausreichen, um den Orden zu überzeugen. Und was machen wir jetzt? Wenn sich die dunkle Brut verändert, könnte uns Devrin vielleicht weiterhelfen. Er gilt selbst unter den Wächtern als herausragender Monsterjäger. Er wurde auf eine Mission geschickt. Keine Ahnung, worum es geht, aber er ist tiefer im Gebirge. Wir können euch sagen, wo er sich ungefähr aufhält. Ich habe eine Frau geheiratet, die stets weiß, was zu tun ist. Ihr spürt Devrin auf, während wir die Sache mit der Verderbtheit weiterverfolgen. Was ist das zu schätzen, Bro? Ich danke euch. Euch beiden. Ihr könnt uns danken, sobald wir etwas erreicht haben. Gebt auf euch Acht. Wir bleiben in Kontakt. Ja, jetzt wird's spannend, Leute. Kintarin suchen. Irgendwas war links, aber ich hab's nicht gesehen. Okay, das muss das Lager sein. Die dunkle Brut ist wohl auch hier gewesen. Das Feuer brennt noch. Kam's hier zum Kampf? Oh. Ach, da ist der gute Mann schon. Ich find's geil, dass man diese Leute nicht lang suchen muss. Ruhig, mein Junge. Belera mussten wir auch nicht lang suchen. Ein Griffon! Nicht zu fassen. Das ist ein Griffon.
Richtig. Das Problem ist nur, er ist sich nicht sicher, was ihr seid. Ebenso wenig wie ich. Rook, Efka und Antoine schicken uns. Wir suchen nach Devrin. Ihr habt ihn gefunden. Verratet ihr mir jetzt vielleicht noch, wieso ihr nach der dunklen Brut riecht? Griffins jagen die dunkle Brut. Das sind nicht wir. So schlecht riechen wir jetzt auch wieder nicht. Das kommt von dem Zelt. Verderbtheit? Wo sind Lancet und Remy? Das Lager war verlassen, als wir hier ankamen. Assam, in die Bäume! Wir können euch helfen. Dann versucht, Schritt zu halten. Hey. Bro, chill mal. Eine Sekunde, einmal kurz umschauen. Etwas. Folgt seinem Kreischen. Ich dachte, die Griffins wären ausgestorben. Genau das wollen wir die Welt auch glauben lassen. Deshalb findet die Ausbildung auch mitten im Nirgendwo statt. Ausbildung? Okay. Assam, fliegt nicht zu weit voraus. Das klang wie ein Nein, oder? Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob er... Er hat etwas entdeckt. Da ist ganz viel Loot. Das ist definitiv dunkle Brut. Tote dunkle Brut. Die hier waren Teil seiner Ausbildung. Dann lag Assam ja zumindest teilweise richtig. Wir haben keine Zeit für teilweise. Wo ist hier eine Leiter? Assam! Wir suchen nach lebender dunkler Brut. Versteht er das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas anderes versteht als Abendessen. Mach einfach weiter, Assam. Sie sind hier irgendwo. Was ist ein Tor? Ihr entgeht mir nicht. Habt ihr mich verstanden? So, Herbert. Abgegriffenes Schnitzmesser. Schmuckstück Devrin. Selten. Nice. Etwas für Devrin. Da haben wir den gerade mal eine Sekunde, haben schon direkt ein Schmuckstück für ihn. Eine Sekunde, noch ein Versuch. Und zack. Jawohl. Wie sollen wir denn darauf kommen? Die Griffins wurden für solche Situationen ausgebildet. Sehen wir doch mal, ob Assam aufgepasst hat. Assam kann bestimmte Schalter erreichen und den Erdhaufen graben. Ich dachte, das Objekt drücke Tab und wähle die Gefährtenfähigkeit und lass Tab los, okay? Interessant. Bin ich mal gespannt, was Assam so alles hinbekommt. Aha, Utemils Asche. Nice. So, Tabulator, zack. Assam, da ist dein Ziel. Wow. Habt ihr ihm das beigebracht? Nein, Lancet und Remy. Sie sind die Griffin-Flüsterer. Ihr seid also sein Beschützer. Die Griffins sind das größte Vermächtnis der Wächter. Irgendjemand muss... Moment. Dem ab. Ihr, ich hasse es, diese Dinger zu bekämpfen. Tja, es gibt eben nicht umsonst Fachleute für sie. Alter, wie viele das sind? Eine Sekunde, lass mal dieses Ding kaputt machen. Nicht genug Mana, okay. Alter. Mal dieses Ding kaputt machen. Hast du runtergefallen? Ich bin runtergefallen! Oh, Alter. Guck mal, wie viele! Oh mein Gott! Junge! Zack! Da haben wir es! Wie, es gibt keine 100.000 Erfahrungspunkte. Ciao. Und ciao. Oh mein Gott. Heil mich mal bitte.
da hinten! Sag mir doch jemand etwas. Das hätte ja niemals aufgehört. Immer schön erstmal die Umgebung checken, Leute. Sehr wichtig. So, jetzt haben wir es doch geschafft. Remy, wo seid ihr? Oh, die ist am Sterben. Remy, wo seid ihr verletzt? Überall. Die Kreatur kam wie aus dem Maschinen. Dunkle Brut folgte ihr. Lancet lief voraus. Sie ist zurück. Devrin. Seid nachsichtig mit ihm. Asan hat doch so viel zu lernen. Okay, ich stieb schneller. Noch was hier? Hier ist was. Jawohl. Das dürfen wir nicht vergessen. Sehr wichtig. Behütete Wissen. So. Gehen wir hier durch. Da, in diese Richtung. Diese Statuen sind der Ersatzschlüssel. Ihr müsst die Symbole richtig anordnen. Was habt ihr damit gemeint, dass sie zurück ist? Irgendeine Kreatur hat es auf graue Wächter gesehen. Wir nennen sie die Finsterheulerin. Ich mache Jagd auf sie. Jawohl. Das Ganze hat vor vielleicht 7, 8 Monaten angefangen. Die dunkle Brutgott. Asan, zu mir! Junge, bist du doch nicht einfach ab zu erzählen. Also ich werde jetzt definitiv nicht warten, bis er aufhört zu reden. Aber der darf doch nicht einfach so abbrechen. Das ist elfisch und bedeutet Pfeil. Ich hoffe, er wird dem Namen irgendwann gerecht. Da oben sind Truhen. Hier ist noch mehr dunkle Brot. Lancet versucht, die Finsterheulerin aufzuhalten. Sie hat es auf die anderen Griffins abgesehen. Moment mal, es gibt noch andere Griffins? Eine komplette Familie. Asans Brüder und Schwestern. Die Brücke ist hinüber. Ja, hier fällt alles auseinander. Da oben ist eine Leiter. Das ist unser Weg hier durch. Gut gemacht. Und ab geht's. Achtung, Rock! Dunkle Brut! Mach kurzen Prozess mit ihr. Wir müssen hier durch. Haben die irgendwo... Nee, okay, die haben hier keine Möglichkeit, sich zu vermehren. Dann können wir die einfach so töten. Aua. Yep. Nice. Aua. Oh, 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 oh. Geh weg. Oh mein Gott, heil mich. Oh, war das knapp. Wo sind die alle gekommen, Mann? Wir machen mal diesen Starken hier fertig, bitte. Asan-Attacke. Geil. Team. Können wir noch irgendwas machen? Nö. Ich könnte meinen Ult benutzen, aber für was? Das ist ja kein Bossfight. Aber. Aua. Digga. Dein Ernst? Der verfolgt mich die ganze Zeit. Weg. Kommt. Okay. Gott sei Dank ist es gut. So, irgendeine Attacke. Digga! Bam. Und nochmal. Bam. Haben wir dich. Ciao.
glaube ich, ein, zwei Mal gelevelt, ne? Es kommt vom Horst. Es gibt einen Aufzug, der uns darauf bringt. Komm ich hier hoch? Eine Sekunde, kann ich mit dem Kleinen das machen? Hier? Ah, so geht das. Du kannst anschießen. Da oben habe ich eine Truhe gesehen. Die möchte ich haben, natürlich. Schaut euch das an. Das sieht aus wie eine seltene Truhe. Kleine seltene. Oh, nice. Mittelschwere Rüstung. Sonst hatten wir, glaube ich, nichts mehr gehabt, oder? Irgendwas noch gehabt? Da ist noch eine Leiter. Kann man da hoch? Also zurück kommen wir eh nicht mehr. Deswegen würde mich das interessieren, ob ich da hoch kann. Eine Sekunde. Ah. So, ein bisschen rüber. Digga. Genau, runter, bitte. Schaut euch das mal an. Irgendwo habe ich eine Leiter gesehen. Da. Kann ich das auch anschießen? Oh ja. Dass wir nochmal geschaut haben. Jawohl, da ist diese Truhe, die ich ganz am Anfang gesehen hatte. Und ich glaube, hier gibt es auch eine andere Belohnung. Das ist nicht normal hier, oder? In Memoriam. Dieser Stein wurde zu Ehren des schmerzlich vermissten Wächters Bruno Heine errichtet. Er war nicht nur ein überaus fähiger und mutiger Ritter, sondern auch ein Künstler, der die Stimmung seiner Kameraden hob. Seine fragende Stimme ermutigte und inspirierte uns und er hörte allen, die er traf, freundlich und aufmerksam zu. Okay. Danke für diese Information. Kleines Erz, Kernholz und diese Truhe hier. Plus nochmal hier. Eine Notiz. Ja, gelohnt hat sich das jetzt aber nicht, obwohl... Helm von Licht und Schatten. Nice. Das ist gut. Okay. Weiter geht's. Da hinten ist noch etwas. Oh, nice. Jetzt geht's hier ab, Alter. Griff und Großhelm. Was ist das alles hier? Ich hatte mich schon gefragt, was mit ihnen passiert ist. Das sind meine. Ich schnitze gern. Und wie kommen sie hierher? Die Griffins. Sie stehlen Dinge, um sich daraus ein Nest zu bauen, oder... wie süß. Keine Ahnung, weil sie den Leuten einfach gern Streiche spielen. Richtige Elster. Gut, dann haben wir hier alles durchgelootet. Also kann mir nicht vorstellen, dass hier noch mehr ist. Lass uns ja mal ganz kurz anschauen, was wir hier gerade gefunden haben. Das Ding hier, Verteidigung wird es richtig erhöhen. Dann haben wir, wir können auch hier, Aussehen kann ich hier nicht ändern, schade. Das haben wir auch gefunden, aber wir lassen unsere Fähigkeiten stärker mal drin. Verteidigung ist gerade nicht so wichtig, weil wir gutes Heal haben. Natur. Ich habe die dunkle Brut noch nie so erlebt. Kalter Griff. Wer dreist ist sie eigentlich nur, wenn eine Verderbnis herrscht? Es herrscht eine Verderbnis. Haben euch das die Wächter erzählt? Ich habe es ihnen erzählt. Aber euer erster Wächter will unsere Hilfe nicht. Ja, er ist ziemlich verbohrt. Ja. Also, was will die Fensterheulerin überhaupt von den Griffins? Die eigentliche Frage ist, woher sie von ihnen weiß. Bisher hatte sie es immer nur auf Wächter abgesehen. Jetzt taucht sie aber hier oben mit einem Haufen dunkler Brut auf. Diese Griffins sind ein Geheimnis. Der erste Wächter ist bestimmt auch einer von denen. Safe. Geheimnisvolle Münze, zwei Kernholz, zweimal kaiserliches Tuch. Let's go. Das sind Gegner. Hallo. Gut, weiter jetzt. Unten gibt es Loot.
Oh. Junge, was sind das für Gegner? Zack. Bam, gib ihm. Und letzte Attacke, bam. Schön kombiniert. Hier könnte ich meine Ult benutzen. Aber ohne Spaß. Jawohl, letzter, gib ihm. Ich glaube, das war gut. Unten gibt es Loot, Alter. Soll ich mal runterspringen, bevor ich hier weitermache? Nicht, dass wir dann später nicht mehr runter können. Ja, okay, komm, wir besiegen den erstmal. Komm her. Komm auf, wir haben noch mehr Gegner. Und ciao. Digga. Nerv nicht. Bam, bam. Ciao. Verdammt, das ist Lancet. Ich will den Kopf dieser Kreatur einem Pfahl sehen. So, bevor wir da durchgehen, gehe ich einmal kurz runter, weil, wie gesagt, da unten gab es Loot. Ich hab's gesehen. Hab's eine Truhe. Mal kurz hier noch umschauen. Gibt es nichts? Alter, mir entgeht ja gar nichts, ey. Stiege Lootmaschinen. So. Hier irgendwo geht es runter, Leute. Ist hier? Okay, man kommt nicht hoch. Verstehe. Also darf man auch nicht runter. Schade, weil da unten, wie ihr seht es ja, ist extrem viel Zeug. Es sei denn, da gibt es einen Weg. Mal gucken. Vielleicht gibt es einen Leiter. Ja, hier gibt es einen Leiter. Okay. Okay, springen darf man nicht, aber Leiter benutzen geht. Ist wahrscheinlich zu hoch gewesen. Okay, es hat sich gelohnt. Sehr wichtige Sache hier. Behütete Wissen ist immer sehr wichtig. Wir wollen ja unsere Werkstatt auf Max bringen. Let's go. Das fühlt sich an wie so ein Endboss-Fight-Bereich. Euch das mal. Gebt euch das mal. Fühlt sich so an. Oh, ich hätte mich leveln sollen. Eine Sekunde. Wir haben hier. Okay, wir haben nur einen Punkt. Egal. Haben oder nicht haben. Okay, was bringt es? Oh, gibt zwei Bolzen gleichzeitig oder was? Was ist das hier? Nehmen wir das hier. Abgekühlt Stapel 1. Okay, let's go. Oh, die explodieren. Ich muss aufpassen. Erstmal die killen. Okay. Alle weg. Noch einer. Okay, auch weg. Ich kann die anderen Griffins hören. Wir müssen da rein. Oh. Oh, die sind ja alle gefangen hier. Kann ich die retten? Noch mehr Griffins? Wir müssen sie da rausholen. Ich weiß nicht wie. Diese Schlösser sind mit irgendwelcher Blutwand. Also kriegen wir die erstmal nicht raus. Okay, verstehe. Dann müssen wir die wahrscheinlich erstmal die besiegen. Oh mein Gott. Zack, zack. Oh. 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 Weg, 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 weg. Fein.
Weg, weg, weg. Aber. Junge! Halt mal den Schmidt. Junge, kriegt mal endlich ein. Okay, killen wir jetzt mal den hier. Und gar kein Leben mehr, jawohl. Der nächste. Irgendeine Fähigkeit, jawohl. Da. Oh, hi. Alles klappt. Komm on. Und ciao. Und ciao. Jawohl. Junge, 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 Junge. So ein paar von diesen starken Gegnern und da hat man schon gleich Probleme, Alter. Wisst ihr was? Achtung, da kommt noch ein besonders. Oh nee, jetzt kommt auch noch ein Ogre auf uns zu. Angriff, Angriff. Und bam. Schaden gemacht aber. Nun kannst du mal aufhören. Weg, 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 weg. Weg. Oh mein Gott. Mein Kopf ist gegeben. Jawohl, in deine Fresse. Noch was? Nee. Oh mein Gott, schon wieder. Man darf echt keinen Quatsch machen. Bam. Jawohl. Hallo, ein Level up bekommen, ey. Schreit ruhig so viel ihr wollt. Ihr werdet diese Griffins nicht bekommen. Sie sind da oben. Geht's hoch? Ist hier noch was? Man kann die echt nicht retten, oder was? Wir holen dich da raus. Was gibt's hier? Nichts. Okay, hoch mit uns. Zack, zack. Boah, was ist für einer? Ihr Blut ist mein. Es kann sprechen. Nur über meine Leiche habt ihr verstanden. Euer Blut wird ausreichen, Wächter. Euer beider Blut. Kein Grund, gassig zu werden. Es muss kein Blut vergossen werden. Wir wollen nur die Griffins. Sie gehören nicht euch. Nein! Boah. Ich fürchte keine Sterblichen. No! Alle Griffins weg, oder was? Außer die. Es gibt in Thedas nur noch 13 lebende Griffins und dieses Monster hat sich gerade 12 von ihnen geschnappt. Oh nein. Was, wenn wir euch dabei helfen könnten, sie zurückzuholen? Ich würde fragen, wo ist der Haken? Ich brauche einen Monsterjäger. Für die eine Verderbnis, um alle Verderbnisse zu beenden. Und der erste Wächter ist damit einverstanden? Der erste Wächter hat unabhängig. Wir sind unabhängig. Wir brauchen keine Erlaubnis. Ich brauche keine Erlaubnis, um die Welt zu retten. Ich schon. Zumindest für gewöhnlich.
Es sind ungewöhnliche Zeiten. Na schön. Ihr habt das Hahn gerettet. Das heißt, ihr seid durchaus fähig. Wenn ihr dabei helfen könnt, die anderen Griffins zurückzuholen. Hey, süß. Ihm gefällt die Idee. Er hofft, ihr habt ihm was zu fressen mitgebracht. Also gut. Komm schon, Asan. Lernen wir unsere neuen Freunde besser kennen. Nice. Was soll ich sagen? Ich liebe die Story. No, Quest abgeschlossen. Super, 30 Minuten rum. Ich würde sagen, wir machen hier auch einen Cut. Verbundenheit mit Derwin erhöht. Wird wahrscheinlich gleich ein bisschen Story dazu kommen. Ja, aber klar. Und hier lebt ihr also, ha? Im Nichts? Er ist echt gemütlich. Und die Götter können uns hier nicht finden. Klar. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Wir suchen euch und Astana ein nettes... Rook! Ein Problem? Mehr als eins. Treviso und Minarethis werden beide angegriffen. Verderbte Drachen. Zwei Stück. Einer für jede Stadt. Verdammt! Dann war der Drache bei Demeters Übergang also nicht der einzige. Ihr seid gerade rechtzeitig zurückgekommen. Das ist keine Zeit für dich. Holt eure Ausrüstung. Wir machen uns sofort auf den Weg. Und wohin? Wir können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Treviso ist eine Stadt von Händlern. Sie hat keine Verteidigungsanlagen und ist von Kanälen durchzogen. Wenn wir die Drachen nicht aufhalten, werden Leute sterben. Unschuldige Leute. Meine Leute. Sie werden entweder sofort von dem Drachen getötet oder später langsam sterben, weil die Verderbtheit das Wasser vergiftet. Wir müssen nach Treviso gehen. Und Minrathus überlassen wir dem Feuer? Neff. Oh nein, ich muss entscheiden, wohin. Die Schattendrachen werden kämpfen, bis zum bitteren Ende. Aber wir sind die Einzigen, die die Venatori im Zaum halten. Und wenn wir scheitern? Das werden die Venatori ausnutzen. Sie werden versuchen, den Thron an sich zu reißen. Oh mein Gott. Und den Göttern das gesamte Reich von Tevinter übergeben. Wieso werden sie jetzt aktiv? Konnten wir... Verdammt nochmal, wir haben keine Zeit hierfür. Ich muss nach Hause. Ich muss nach Minrathus gehen. Ich muss nach Treviso. Geht, wohin euer Instinkt euch sagt, dass ihr dort sein müsst, Rook. Wir haben keine Zeit zu warten. Was ist eure Entscheidung, Rook? Nee. Wir helfen Neff und den Schatten, den verderbten Drachen in Minrathus aufzuholen und einen Umschluss durch die Venatori zu verhindern. Helfen Lucanus und den Kredenzialisten von Treviso vor den verderbten Drachen und der anschließenden Verderbtheitsvergiftung zu schützen. Ja, also von der Sympathie her würde ich Lucanus helfen, weil er mir sympathischer ist als Neff. Aber von der Storyline her müssen wir, glaube ich, echt Neff helfen. Wegen dem Umsturz durch die Venatori. Aber, ganz ehrlich, das ist ja nicht das einzige Mal, dass wir dieses Spiel durchspielen werden. Deswegen gehe ich mit Treviso. Weil ich nicht möchte, dass Zivilisten sterben. Aber ganz ehrlich, das ist auch ein Thema für das nächste Video, Leute. Wie kriegt denn das jetzt an? Wir helfen Lucanus in Treviso. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Schattendrachen mit der Krise in Minrathus fertig werden. Dennoch, zwei von euch sollten Neff dort beistehen. Vielleicht könnt ihr helfen. Und wir machen uns auf den Weg nach Treviso. Verstanden. Lasst uns alle versuchen, diese Sache lebendig zu überstehen, okay? Was? Okay, ja, ich wollte eigentlich jetzt einen Cut machen, Leute. What the fuck? Gut, machen wir einfach hier einen Cut, Leute. Im nächsten Video geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.